Oh, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu X4. Mir, dem Chrissy Schnissi. Wir haben hier eine Minotaurus-Plünderer erobert. Können wir uns ja mal angucken, wie das Schiff von außen aussieht. Sieht ja erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß nicht, wenn man jetzt so macht, dann kann man das Schiff, kann man sich hier bewegen? Nee, wie kann man sich denn hier bewegen? Das funktioniert nicht. Sehr. So, nein, ich will doch das gar nicht drücken. Ich drücke immer M. Das ist totaler Quatsch, ey. Angreifer. Kann ich helfen? Ja, naja gut. 22 Millionen haben wir inzwischen. Wir können ja mal schnell gucken, was unsere Dings abgeworfen haben, ob die überhaupt irgendwas verdient haben. 5 Millionen hat Feldpower Station verdient. Stationsbudget. Achso. Ah. Ah ja, der hat nichts verdient. Das ist nur Stationsbudget, weil wir nicht. Weil wir nicht, weil wir selbst geliefert haben. Da hinten geht der Deckel auf, glaube ich. So, Nemesis wird jetzt erstmal alle Befehle und Aufträge verlieren. Und wir werden mal kurz aufstehen und mit dem Raumanzug rüberfliegen, weil wir einfach ein M-Schiff haben und kein S-Schiff. Und dieses wunderschöne, wunderschöne Spiel. Barbarossa. Der Meinung ist, wir kommen hier mit dem S-Schiff an. Wo fliegst du denn hin, Alter? Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Alle jetzt teilnehmen. Gut. Split gaben Wildcard alle Zeit für Vorbereitung, die Split erübrigen konnten. Ja, und mein glänzendes neues Kampfschiff könnte sich als sehr nützlich erweisen, sobald es an der Zeit ist, sich zurückzuziehen. Jetzt Zeit für entschlossenes Handeln. Es geht nicht mehr nur um Rache oder sogar Geschäft. Mellert versuchen Tiefschlag. Benutzen jemanden, der nicht mehr im Spiel sein. Auch Köter können spielen, aber besser. Splits Bruder raushauen, seien jetzt Priorität. Aber wir werden uns trotzdem den Prototyp der Wissenschaftsabteilung vornehmen, oder? Ja, nach Gefängnisausbruch bahnt Wildcard sich Weg durch interne Schächte. Verbunden mit Hangar, dann du mit Prototypschiff fliehen. Das klingt nach einem Plan. Sie werden nicht erwarten, dass sie deren kostbares Schiff für die Flucht nutzen. Damit du überhaupt Zugang zur Station bekommen, werden Axiom dich begleiten. Du dich hätten in ihr System, dienen als Aufsicht vor Ort. Keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit. Na denn. Gehe an Bord Callisto Verteidiger. Callisto Verteidiger? Wo ist der denn? Ist das das neue Schiff? Oder was? Oder wie? Oder wat? Wo ist der denn? Ich drück mal D. Oh ja, das ist Callisto Verteidiger. Alter Falter.
Wo soll ich hingehen? Hä? Hä? Bin ich jetzt hier schon auf irgendein... Nein, bin ich nicht. Hä? Was? Versteh es nicht. Wo ist denn das Schiff? Nochmal. S-Andock-Bucht. So, jetzt. So, meine Nemesis liegt jetzt irgendwo rum, gehe ich mal von aus. Was ist denn das? Das ist doch kein Schiff. Das ist doch kein Schiff hier. Das ist die große Mauer. Schnallen Sie sich an, Goldgott. Okay, es ist soweit. Initiere das Ankommen. Alter, es ist ein bisschen. Es leckt ein bisschen. Es ist ein bisschen komisch hier gerade. Auch vom Sound her. Ich muss zugeben, ich bin nervös. Klar, ich habe schon früher an großen Operationen teilgenommen. Aber noch nie so wie hier. Ich hoffe nur, der Maestro kann bei all dem einen kühlen Kopf bewahren. Ja, das Problem ist. Involviert ist, belastet ihn schwer. Ja, aber das Ministerium weiß Bescheid, Leute. Genau. Eine Reaktion provoziert. Ob ich mit ihm rede und ihm sage? Kann ich mit ihm reden? Er will gar nicht mit mir reden, alles klar. Ah. Ich hätte nicht petzen sollen. Naja, jetzt ist es so. Wenn uns der Plot nicht gefällt, starten wir einfach nochmal neu. Ist ja egal. Wir haben es gespeichert. Unbekanntes Schiff. Oh. Ach, das hier. Alter, wie fliegt denn der mit dem Kopf da oben drin? Ja, das ist ja auch ein bisschen geil. Sollen wir mal ein Foto machen? Sehr schön. So, jetzt fliegen wir hier rum und ich gucke in die Luft. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir da angekommen sind. So, wir sind zwar noch nicht angekommen, aber ich kann hier vorne hinklettern und kann hier vorne aus der Scheibe rausgucken. Ist das nicht geil? Das ist besser jetzt nicht. Ich meine, Axiom wird wahrscheinlich nichts sehen, aber der hat ja da oben irgendwie was auf dem Kopf scheinbar. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht aus der Welt raus, weil ich hier vorne aus der Scheibe falle. Ich glaube, das ist nicht wohl sehen, dass man hier vorne steht. Jetzt können wir mal gucken. Axiom ist ja ein Boss, ne? Er ist ja ein Boss. Ne, ist er nicht. Doch, ne, 2 Sterne hat er bloß. Also fliegen wir wahrscheinlich gerade irgendwo gegen. Ich gehe davon aus, dass Axiom überhaupt nicht weiß, wo wir jetzt hin müssen. Was ist denn das da oben eigentlich? Alter Falter, was ist denn das für ein Modul? Das muss ich mal scannen, ey. Axiom, was machen wir? Achso. Der fliegt schön geschmeidig hier. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, ich werde Ihre Legitimierung fälschen, damit Sie wieder in den Gefängniskomplex reinkommen. Ja, ich verstehe es schon. Unsere Information nach sollte Luca irgendwo auf dieser Etage sein. Ja, ein Ho. 1000 Mal um die Ecke hier. Ja. Kreatur! Schlimmster Taxifahrer, den Spit. Seien die Kreatur blind oder einfach nur dumm. Split töten dich nach Flucht. Erst schlagen, dann töten. Oder tun, als wären Split Taxifahrer, liefern die Kreatur an Blutverräter aus. Dann schlagen, dann töten. Ganz ruhig, mein Bruder. Split sich nicht beruhigen. Kreatur beruhigen sich zuerst. Sonst. Split bemerken, dass die Kreatur immer noch hier sein. Warum? Was will die Kreatur noch außer schadenfroh sein? Split walten nichts zu tun mit schmutzigen, ehrlosen Kötern. Außer wenn Gutmachung leisten. Split versuchen, Frieden zu schließen, Vergangenheit hinter sich zu lassen. Brüder, Schwestern, Freund, Feinde, Konflikt, Wirrwarr, Chaos. Keine Ehre. Die einzige Wahl waren keine Wahl. Genug Gerede. Kreatur, du übernehm Verantwortung. Jetzt! Helfen Split fliehen, dann töten Split dich nicht. Vielleicht.
Worauf warten die Kreatur? Öffnen die Zelle oder schmecken die Faust? Dreieckigkeit es so will, dann wollen wir mal. Die Türkontrollen sollten jetzt aktiviert sein. Probieren Sie sie aus. Leute, jetzt kommen Boxen uns. Split finden Versteck. Ja, lass uns boxen. Wir wollten das boxen, hast du gesagt. Jetzt habe ich Zeit. Während Sie beide sich so angeregt unterhalten haben, habe ich einen Weg gefunden, die Sicherheitsvorkehrungen im Hangar vorübergehend zu deaktivieren. Dort werden wir unser Gefährt anspannen. Machen Sie sich auf zu Ebene 2. Das Ministerium scheint weitere Schalter installiert zu haben. Sie erfordern ein wenig Justierung. Aber ich weiß ja, dass Sie ein gutes Rätsel lieben. Och, hör auf, nicht wieder die Schalter. Oh, bitte nicht, ey. Oh, nee, bitte nicht. Wir können echt alles machen, aber nicht Schalter, bitte. Kommt ihr mit? Nee? Sicher? Verdammt. Och, nicht schon wieder im Anzug. Och, naja. Ja, und du? Wo bin ich denn jetzt hier? Sie sind... Bitte. Oh, bitte, bitte, bitte. Sie können mich nicht hier lassen. Ja. Tut mir leid, ehrlich. Aber wir können diese Mission nicht im Namen der Nächstenliebe gefährden. Können Sie nichts tun, um mich zu befreien? Du bist ja schon frei. Ich hab die Luke aufgemacht, du. Ich bin befreundet mit Ugusa. Ich kann Ihnen helfen, Profite zu machen. Ich schwöre. Ja, ist doch offen. Komm mit, du. Klopskopf. Und jetzt muss ich hier irgendwie die zweite Ebene finden. Den haben wir doch jetzt befreit. Jetzt ist halt schicki hier. Jetzt muss er, kann er sich doch mal entspannen, ja. Tür war doch auf. Ich hasse Rätseln. Ernsthaft. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ach, hier unten ist ja noch was. Ja, hier ist noch was. Oh, anhalten. Mensch, halt doch mal an! Das. Mann, das ist so kacke mit diesem scheiß Anzug, ey. Ich hasse das, mit dem Anzug rumzufliegen. Die Satansbraten haben ihre Sicherheitsvorkehrung seit unserem letzten Besuch erhöht. Wir müssen uns einen anderen Ausgang suchen, wenn wir hier fertig sind. Ich bin noch schon draußen. Und du? Aber das war wahrscheinlich nicht gut, oder? Ich bin draußen. Und du? Gefängnis Ebene 2. Ach, weiß ich doch nicht, wo hier die scheiß Gefängnis Ebene 2 ist, Leute. Mann, das weiß ich doch nicht.
Ja. Das war nix. Großartig. Das gibt Ihnen Zugriff auf die Hälfte der Schalter. Es muss eine weitere Konsole in der Nähe sein, an der Sie die zweite Abdeckung entfernen können. Alter, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Es ist so anstrengend, diese Rätsel. Das ist etwas, wofür ich einfach keine Zeit habe. Ist keiner eingesperrt? Okay. Können wir irgendwas hacken? Nein. Können wir Lampen klauen? Nein. Können wir nicht. Okay. Na. Ziehen Sie Ihren Anzug wieder an. Na klar. Ich doch immer. Bist du doch. Das liebe ich doch. Gucken wir mal, ob hier auch wieder Konsolen sind. Ne, hier ist keiner. Ist auch keiner. Ach Mann, ey. Mann! Ach du Scheiße, weiß ich doch nicht, wo ich hier hin muss. Ach, diese komischen Gartenzäune hier, die halten mich immer fest. Hervorragend. Sie nähern sich jetzt dem internen Hangar. Unser Fluchtschiff ist gleich dort drüben. Wenn wir hier rauskommen wollen, müssen Sie die Klemmen an den Hangartüren zerstören. Wie denn? Du hast schon mal auf, schon mal gut. Wie denn? Wie soll ich die denn zerstören, Mann, ey? Oh. Leute. Heiliges Dreieck. Das ist der Stationsanbau. Luca und ich sehen zu, dass wir zum Schiff kommen.
Prototyp. Andockung nicht möglich. Ja, und jetzt? Aktion an Bord. Stelle Zugang zu dem Schiffssystem her. Split. Na, Andock. Split an Bord. Seltsamer Paranoide auch hier. Welches Schiff denn? Wo? Wo denn? Dieser Schiffsprototyp scheint kein Notauspuffsystem zu haben. Ich nehme an, dass es später hinzugefügt werden sollte. Wo ist denn das Schiff hier? Wo ist denn hier das Schiff? Hier ist es. Split haben sich in Position gebracht. Alarm müssen mehr Ministeriumskräfte mobilisiert haben, als Split erwartet. Waren sicher Trick. Köter ködern, damit Mellan uns nicht ausräuchern müssen. Jetzt egal. Schnell andocken. Split-Bruder übergeben. Und jetzt? Danke, dass Sie den alten Mann und seine Crew aus Clowns direkt vor meine Haustür geführt haben. Sie von der Liste des Ministeriums zu streichen, wird für meine Karriere Wunder bewirken. Sie sind in diese ganze Affäre nur hineingestolpert. Daher biete ich Ihnen eine einmalige Chance, da rauszukommen. Sie müssen bloß an meinem Schiff andocken und die Piraten ausliefern, die Sie derzeit beherbergen. Das Schiff werden Sie nicht behalten können, aber ich verspreche, dass ich es wieder gut machen werde. So hatten wir es vereinbart. Docken Sie an und unsere Abmachung ist erfüllt. Oh, was soll ich jetzt machen? Ich will das Schiff behalten. Toll. Wir speichern. So, wir gucken mal hier. 15.10. Das ist okay. Entscheidung. Entscheidung. Wir speichern das so. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Also, ja, Mellot oder Dings. Ja, eins von beiden muss ich erschießen oder was? Oder wie? Schiff zerstören. Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich weiß nicht, was ich will. Eigentlich, das Ministerium ist eigentlich geil, aber das mit den. Ich will ja auch die Jungs nicht in der Pfanne hauen. Die Splitties brauchen wir ja auch. Ich habe keine Ahnung. Angreifer. Phoenix, Verteidiger, Barbarossa. Phoenix, Verteidiger. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn das da oben? Phoenix, Verteidiger. Ach, die sind jetzt noch böse, weil ich auf die Station geschossen habe, ja? Naja. Was ist denn das eigentlich für ein Schiff, wo ich hier drin sitze? Alter! Was? Ist ja geil, das Schiff. Ich will das Schiff haben. Rabe Prototyp. Mal gucken, was ist das? Eieiei. Muonlader 2. Schildgenerator MK3. Chromfrachtverschiebung, Trugbild, illegale Waffenverschleierung 100%. Alter, geil. Das Ding könnte man gut gebrauchen, ja. Die hitzen gar nicht. Hätte schon Bock drauf, ey. Oh, was machen wir denn jetzt, verdammt? Phoenix, Verteidiger. Entweder Phoenix oder Dings.
Phoenix. Ja komm, wir versuchen es hier mal jetzt mit der Seite. Mal sehen, was passiert. Gegen die Piraten. Obwohl, Finanzministerium ist eigentlich total blöd, ey. Will ich eigentlich gar nicht. Das Schiff kann ich auch nicht behalten. Die Frage ist, ob ich es auf dem anderen Dings auch behalten könnte, wenn ich Pirat bleibe. Außerhalb von Andock-Reichweite. Außerhalb von Andock-Reichweite. Außerhalb von Andock-Reichweite. Außerhalb von Andock-Reichweite. Die kloppen sich jetzt natürlich. Andock-Erlaubnis. Wildcard, das ist das falsche Schiff. Oh nein, was denken Sie sich dabei? Nein, wieder besseres Wissen hat ein Split der Kreatur vertraut. Wie können du es wagen? Split die Kreatur in Fetzen reißen, totschlagen. Mal sehen, was passiert. Wir haben ja den Speicher. Erfolgreich angedockt. Wir gucken mal, was passiert. Ihre Hilfe wird sehr geschätzt. Weg jetzt vom Schiff. Erlauben Sie mir, die Gefangenen wegzubringen. Wir gucken sie uns aber nochmal an, ja? Das sieht schon geil aus, das Ding. Wie vereinbart, ein brandneues Ministeriumschiff für Sie. Das Ministerium will die Piraten lebend, um ein Exempel an ihnen zu statuieren. Also würde ich den alten Narren am liebsten lebendig in die Finger bekommen. Helfen Sie mir aus, ja? Warum haben Sie das getan? Wir hätten Ihnen nicht vertrauen dürfen. Manchmal ist das eben so. Kann ich jetzt mal aus dem Dings rauskommen? Angreifer. Alter, wie schnell ist denn das Schiff, ey? Barbarossa. Etwas hat uns getroffen. Ich hab ihn doch zerstört, oder nicht? Das Ministerium wird von hier an übernehmen. Ich werde dafür sorgen, dass Ihre Akte aktualisiert wird und Ihren Sinneswandel widerspiegelt. Seien Sie versichert, dass den Gefangenen ein fairer Prozess gemacht wird, bevor sie in ein planetengebundenes Gefängnis verlegt werden. Sie können stolz auf Ihre Arbeit sein. Okay. Barbarossa. Die will ich aber haben. Die Barbarossa.
Minotauros, Plünderer. Okay. Und was passiert jetzt? Habe ich immer noch Zugriff zum Dings? Wo war denn dieses komische Casino, Alter? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das war. Wo waren wir denn? Ja. Nein, ich habe keine Ahnung. Wo war das Casino? Wo war das scheiß Casino? Ich habe keine Ahnung, wo das war. Hier war das irgendwo. Ja. Ja. Nee. Hier. Nee. Wo war es? Ich habe keine Ahnung. Das scheiß Casino. Ja. Hier ist es. Wir gucken mal, wie sich unser Ruf hier verschlechtert hat. Ähm, 19 bei Argonen, immer noch keine 20. Ach, es ist unglaublich. Tyranner sind immer noch 16, Korsan 15, Kark 30, Xenon 30, Yaki 25. Also, es hat sich nichts geändert. Beim Finanzministerium sind wir 4 immer noch. Also irgendwie hat das ja gar nichts gebracht hier gerade. Erforsche Kondensatprobe, ja, kann ich nicht. Also die Frage ist, was ist jetzt passiert? Also das Ministerium hat ja nur ein paar, Dings. Da ist es halt schwierig, mit denen, bei denen im Rang zu steigen, ne? Falke Angreifer hat keinen Kapitän. Warum? Ach, ich sitze im Falken. Ach so. Ach Mensch, so ein Quark. Okay, das ist... das speichern wir mal ab. Und zwar... 16.10. Heute ist ja 30. Mann, nein. 16.10. Dena. Nein. Der heißt 18 Milliarden. Hier steht aber frommer Nebel. Wir nennen das Firmenministerium. Ja, genau. Ich kann nicht schreiben. Ministerium. So, speichern wir den mal. Und den anderen, da laden wir jetzt mal und entscheiden uns mal für die Piraten. Mal sehen, was passiert. Aber das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis denn.